Hallöchen, hier ist Kyoko und es geht weiter mit Fire Emblem Heroes. Heute werden wir uns mal daran setzen zu gucken, wie sich der Punktunterschied in der Sturmprüfung so zeigt, wenn wir Bonushelden dabei haben. Des Weiteren möchte ich mich für die neuen Freundschaftsanfragen bedanken. Willkommen im Team Dodo und Polyworld. Auch so tolle Helden, die ich sonst nicht habe. Ich werde mal einen Blick auf eure... Wow. Wow. Das ist eine echt coole Celisa. Nicht nur, dass sie plus 2 ist, also gleich 2 mal... 3! 3 hast du einfach mal gehabt. Holy. Und Ragnarök, die Waffe kenne ich ja gar nicht. Was hat die so drauf? Sind KP der Einheiten, Vorkampf voll, erhält sie... Au. Das ist auch echt gut. Dazu Heilung. Greift der Gegner die Einheit mit Bogen, Dolch, Magie oder Stab an, erhält sie im Kampf. Alter! Das ist ja richtig mies. KP Plus hat sie auch noch. Wow. Ich bin beeindruckt. Not bad, Dodo. Not bad. Und Polyworld? Ha. Nicht plus noch was. Also kein so ein Übercharakter. Dafür aber auch schon eine schöne Belegung. Windbalsam kann sie. Heilen eines Verbündeten mit einem Stab gewährt einen Verbündeten Geschwindigkeit plus 4. Ja, das ist die Fähigkeit, für die ich echt kurzzeitig in Erwägung gezogen habe, ob ich versuche, Lind zu beschwören, aber nee. Also gerade mit den farblosen Charakteren habe ich überhaupt kein Glück und dann brauche ich das gar nicht erst zu probieren. Kerzenlicht, nach dem Kampf bekommt der Gegner negativen Statuseffekt und kann nicht kontern. Auch sehr schön. Es sind Supporter-Reihen auf jeden Fall nicht schlecht. Ein Bannstab, Gegner kann nicht kontern. Also hey, warum nicht mit allem, was man hat, verhindern, dass der Gegner dazu kommt zu kontern? Ist nur die Frage, heißt das, er kann dann auch von allen Helden die Fähigkeiten nicht kontern? Oh boy. Wäre interessant zu sehen. Ich kann den nächsten Wahlkampf nicht abwarten, wo wir es wahrscheinlich ausprobieren können. Aber ja, in dem Spiel hat sich jetzt einiges getan. Nicht nur in den Modi, die sie zugefügt haben, sondern auch an der Oberfläche. Wir können jetzt erstmal noch mehr Teams einstellen. Wow, endlich! Ich habe mich nämlich echt schwer getan, weil das eine Team, das habe ich dafür gebraucht, das andere dafür, hier und da und hast dich gesehen. Und dann musste ich immer wieder rücken, auch wenn ich gerade nur einen Charakter umtauschen wollte, um ihn zu trainieren oder so. Jetzt haben wir, ich glaube, 8 Plätze, wenn ich richtig hingeguckt habe, ja. Also doppelt so viele wie vorher. Und wir können die Teams benennen. Das ist richtig nice. Und endlich, was ich auch ganz am Anfang nie gerafft habe, wir können unser Defensivteam festlegen. Ganz am Anfang war es so, dass das erste Team auf jeden Fall immer das Defensivteam war. Und egal, ob ich jetzt das effizient für die Arena einsetzen wollte oder nicht, musste ich das eben an der ersten Stelle haben. Problem ist, an der allerersten Stelle, also hier, wo Chrom gerade ist, ist halt auch der Held, den ihr bei mir dann halt als in Häkchen Avatar seht. Und auch wenn ich eigentlich keinen Bock darauf hatte, Chrom im Defensivteam zu haben, weil eigentlich Hector viel besser wäre und wenn ich dann eben auch noch Xander dazu stelle, halt alle die böse kontern, ja, konnte ich das nicht machen, weil sonst wäre ja Hector oder eben ein anderer Held auch bei mir als Avatar eingestellt gewesen. Das Problem gibt es jetzt nicht mehr, denn wir können einfach, wenn wir jetzt hier wechseln, die anderen Teams als Defensivteam festlegen. Also ich habe jetzt zum Beispiel schon das zweite genommen. Wir könnten jetzt einfach auf das dritte wechseln. Zack, dann ändert sich hier auch das Symbol. Und wir haben das Defensivteam eingestellt. Danke Intelligence System dafür, dass ihr das geändert habt. Ich habe zwar jetzt nicht irgendwo online gesessen und mich beschwert deswegen, aber es hat mich natürlich echt genervt. Und ja, wenn wir einen Questfortschritt haben, dann sieht das jetzt auch mit dem blauen Hintergrund viel schöner aus, finde ich.
Und was noch super, 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 super lang gefehlt hat, dieser Alle annehmen Button. Denn wie anstrengend es war, wenn ich jetzt irgendwie die ganze Zeit gegrindet habe, habe dann gerade am Anfang des Monats, weil ja dann die ganzen Monatsquests neu freigeschaltet werden, etliche direkt am Anfang beendet und dann war ich hier klicken, annehmen, klicken, annehmen, klicken, annehmen, weiter runterziehen, annehmen, 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 alles einzeln. Und das hat auch Zeit gekostet, weil ja auch die Ladezeit fürs Annehmen nochmal mit dran war. Alles vorbei haben wir jetzt nicht mehr. Vor allen Dingen erspart uns das jetzt auch, dass wir hier auch noch rumklicken und suchen. Das hatte ich nämlich auch. Okay, ja, eine Quest habe ich geschafft. Und, beziehungsweise zwei. Und die Quests, die man geschafft hat, die sind ja dann immer an der ersten Stelle. Also es geht dann sowieso schon an den Punkt, wo ihr es annehmen könnt. Problem ist, wenn ihr zwei verschiedene Quests geschafft habt, dann musstet ihr erstmal gucken, so ja, und aus welchem Segment war jetzt die zweite Quest, die ich abgeschlossen habe? Und dann durftet ihr hier auch nochmal suchen und suchen und suchen. Ja, ich bin sehr, sehr positiv überrascht. Wie gesagt, im Gegensatz zu damals bei Pokémon Go, wo die Community komplett vernachlässigt wurde, hier wird so krass darauf eingegangen, dass wirklich genau die Dinge angegangen werden, die einen stören. Ich verstehe zwar immer noch nicht, warum sie zwischenzeitlich immer wieder diese täglichen Logins wären. Oh, von wem bist du denn? Ich komme von weit her gereist und bringe Grüße mit. Ihr seid Kiran? Ja. Wer mich schickt? Eine berechtigte Frage. Es war Kalbido. Oh, cool. Wollte mich nämlich gerade wundern, von wem du kommst. Aber ja, kann ich hier auch schon direkt gucken, wie du aufgestellt bist? Ja, und puh. Du bist auf jeden Fall fit. Sowas von fit. Oh Gott. Ich das schon sehe. Ah, Reiter Plus ist auch gut, ebenso wie Reiterei verbessern, aber trotzdem. Schöne Aufstellung. Ja, jetzt bin ich total durcheinander gekommen. Na, wir haben aber auch jetzt schon ein gutes Stück geredet. Ich glaube, ich sollte mal dahin gehen, wo ich eigentlich hingehen wollte. Nämlich dem kleinen Testdurchlauf von der Sturmprüfung. Das Team, das wir dabei haben bzw. dafür nutzen werden, ist in keinster Art und Weise schon vorgelevelt. Ich habe jetzt einfach nur die zusammengeworfen, die hier ein paar Punkte geben. Und davon ist leider nur Robin männlich der, der uns mehr Bonus gibt, also bedeutend mehr. Aber ja, die andere Robin... Oh, nee, Novi habe ich auch noch dabei. Ah. Guck mal lieber richtig hin. Da es nur ein kleiner Test ist und auch nur Female Robin auf Level 40 ist, werden wir die niedrigste Stufe angehen. Novi ist dafür zwar eigentlich zu schwach und das ist jetzt nicht unbedingt so gut, gegen zwei Ex-Kämpfer anzutreten mit überwiegend blauen Kämpfern. Aber naja, was soll's. Wir wollen jetzt einfach mal gucken. Was direkt auffällt, wir kriegen nicht schon zusammengerechnet, wie viele Punkte wir bekommen, weil wir die anderen Helden dabei haben. Aber auch gut, dann müssen wir eben den Kampf bestehen. Diesmal geht das Ganze natürlich nicht so schnell wie vorher vonstatten. Ich sehe erstmal, glaube ich, zu, dass die blauen Helden bloß von den anderen fernbleiben. Ah, super. Okay, viel Schaden machst du nicht. Aber immer noch mehr als gegen Hinoka. Ja, nicht? Und du kommst hier immer noch an keinen ran. So, bitte möglichst wenig verlieren. Kann Novi einfach... Ach, gut. Dann wage ich das sogar. Und ein bisschen Training hat sie auch davon. Also alles bestens. Ach, ich bin echt so froh, dass es jetzt zusätzliche Abwechslung gibt.
Zum einen, weil ich gemerkt habe, okay, jetzt habe ich auch bald fast alle Heldenkämpfe irgendwie nochmal neu gemacht und das bedeutet, dass ich auch weniger zu tun habe. Aber ja, die Waldturniere gäbe es ja auch, aber trotzdem, da es nicht wirklich täglich immer so viele neue Sachen zu tun gibt, ist es schön zu sehen, dass wir so oder so eben noch mal was zu tun bekommen. Und so ist eben dafür gesorgt, dass wir was zu tun haben, bevor wir alle Helden irgendwann hier durch haben. Ich weiß natürlich nicht, wie viel das Fire Emblem Heroes noch auf Lager hat, gerade mit den ganzen bösen Charakteren, die dann wahrscheinlich für den Heldenkampf benutzt werden. Aber ja, je mehr Neuerungen, umso besser. Und das bringt dann vielleicht auch nochmal Leute dazu, sich dazu zu entscheiden, vielleicht mal reinzugucken ins Spiel. Naja, man sieht dann einfach so, ja, das Spiel ist nicht einfach die ganze Zeit das Gleiche. Also so gesehen irgendwo schon, aber halt nicht so die ganze Zeit das Gleiche im langweiligen Sinne. Und hier habe ich mal ein bisschen Schaden riskiert, weil ein bisschen Training für Novi ist ja auch echt gut. Ach man, und der männliche Robin. Es tut mir so leid, aber ihn zu trainieren schmerzt ein bisschen, wenn ich doch weiß, dass ich ihn eh irgendwann opfer. So, ich hoffe, da das hier ein bisschen gegen Celisa schwierig werden könnte, dass sie nicht gleich zu meinen armen blauen Einheiten reitet. Ach gut, sie ließ sich baiten. Und ein Problem weniger. So, ihr werdet auch schön hinten bleiben. Veronica ist auf dieser Map nämlich nicht zu verachten in ihrer Stärke. Ah gut, das kann ich sogar so machen. So, Robin, was muss, das muss. Auch wenn du unnötig Punkte machst. Aber ich glaube, vielleicht für dieses Event werde ich dich zumindest ein bisschen trainieren. Tsubaki hatte ja auch das Glück, dass er jetzt super stark ist, obwohl er irgendwann sowieso seine Stärke verlieren muss, leider. Oha, oh nein, oh no, oh nein, bitte stell dich nicht. Oh, gosh, Glück gehabt. Ich dachte echt, wir verlieren jetzt eventuell Afi, aber glücklicherweise nicht. So, wie machen wir das jetzt am besten? Ich glaube, so reicht. Bin mal gespannt, inwieweit die Schnelligkeit jetzt vielleicht anders berechnet wird. Wir haben uns ja ein bisschen mehr Zeit gelassen mit dem Nachdenken kurz. Und wir haben Sturmprüfung, unseren zweiten Kampf bewältigt. Okay, dann lass uns mal sehen, wie es ausschaut. Okay, das Tempo war tatsächlich weiterhin okay. Spannend. Also, ja, dann wird es wahrscheinlich, wenn ich mal probiere, eine höhere Stufe zu spielen, nett zu sehen, inwieweit sich das, also unser Tempo dann berechnet wird, beziehungsweise unser Überleben und welche Punkte es dafür danach gibt. Bonushelden haben wir jetzt unseren Bonus erhöhen können um 1,4. Prozent sind es, glaube ich, nicht, oder? Irgendeine komische mathematische Einheit. I have no idea. Ja, und sind zumindest schon mal auf 75 gekommen. Das ist zwar jetzt auch nicht wirklich viel, aber schon mal etwas. Das heißt, ich muss trainieren, trainieren, trainieren. Nebenher aber auch noch irgendwie spielen, weil das verlorene Punkte sind und wir nicht so viele immer auf einmal kriegen. Ja, und da hätten wir auch schon unsere zwei Sphären. Bitte schau im Inventar nach. Muss ich doch nicht, die sind doch gleich hier oben angekommen. Was war das gerade mit meiner Stimme? Komisch. Ja gut, da haben wir gesehen, die Punkte werden am Ende zusammen addiert, sodass wir dann, wenn wir gute Helden haben, auch ein bisschen mehr bekommen. Die ganzen Faktoren und so, weil ich so crappy in Mathe bin, kann ich jetzt nicht durchgehen, sonst würde ich liebend gern auch nochmal eine genauere Erklärung dazu geben. Naja, die nächste Prämie, die wir kriegen können, sind
Kristalle und Fragmente, yay! Und erst bei 1000 wird's wieder interessant. Aber ja gut, grinden heißt es jetzt. Grinden, grinden, grinden. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal werden wir mal ausprobieren, wie sich das unterscheidet auf den anderen Stufen mit den Punkten und mit den Helden und wie weit wir so kommen und wie die KI einzuschätzen ist. Und eventuell kommen wir dann auch schon in die Bredouille, mal das Team zu wechseln. Alles interessante Sachen, die man so ausprobieren kann, beziehungsweise wo ich mir jetzt einfach die Freiheit nehme und das so mache. Ja, und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, liebe Grüße, eure Kyoko.